Willkommen zu diesem neuen Video. Wieder einmal gibt es Neuigkeiten aus dem Europapark. Es wurde bekannt gegeben, dass am 24. Mai das neue 4-Sterne-Hotel Kronasar eröffnet werden soll. Der Park kündigte für diesen Termin eine Pressekonferenz an. Das war aber noch nicht alles, denn am gleichen Tag soll im Europapark das zerstörte skandinavische Dorf wiedereröffnet werden. Und damit ist es fast genau ein Jahr nach dem Großbrand wieder für uns Besucher verfügbar. Auf uns wartet der Andersens Märchenturm, das Fjordrestaurant und in Zukunft noch eine Überraschung im Keller. Übrigens, die Häuserfront am Fjordraftingkanal soll bereits zum Saisonstart am 6. April wieder stehen. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Habt noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao!